Neues, während ich nochmal offiziell begrüße. Am 6. November 2021, einen Monat vor Nikolausi, zu diesem, ich glaube, sehr speziellen Webinar. Ich freue mich sehr drauf. Mit mir freut sich Carsten, der am Ende auch noch einen sehr, sehr spannenden Part sprechen wird. Und wir wollen und haben ganz viel Zeit reserviert. Und zwar genau bis zum Anstoß des heutigen Bundesligaspieltags, während der 1. FC Köln ja morgen erst Union Berlin schlägt. Sodass ihr alle Fragen noch stellen könnt. Vielleicht notiert ihr die schon mal, sodass ihr die gleich Copy und Paste reinhauen könnt, egal zu welchem Thema. Während dieses Webinars, wir lassen den Chat zwar auf, wollen wir da jetzt nicht reingucken, sodass keiner abgelenkt ist. Also, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Tonfeedback kommt hoffentlich noch, damit ich hier nicht für umsonst rede. Chat ist noch auf, gibt mir das nochmal rein. Das wäre geil. Da kommt es ja. Ich habe mich hochgescrollt. Vielen, vielen Dank. Super. Okay. Es gibt dieses wunderschöne Zitat, ne? Wenn du nach den Sternen greifst oder die Sterne dir als Ziel nimmst, dann magst du vielleicht nur beim Mond rauskommen. Sprich, du hast dein Ziel nicht ganz erreicht, aber du bist trotzdem eben bis zum Mond gekommen. Und deshalb möchte ich heute mal etwas tun, was man eigentlich im Vertrieb nicht tut, über große Zahlen sprechen. Eigentlich macht man ja immer etwas und sagt, Mensch, wenn ich dir zeige, wie du 500.000, vielleicht 2.000 Euro im Monat verdienst, dann weiß der Schlaue, okay, wenn 2.000 gehen, gehen auch 20.000, gehen auch 200.000, ich muss einfach nur das Ganze duplizieren. Ich mache es heute mal umgekehrt, ich möchte tatsächlich mit einer attraktiven Zahl rauskommen und euch auffordern, wenn das zu viel ist, wenn euch das Angst macht, dann einfach ein bisschen runter reduzieren. Die Problematik ist, das Luxusproblem in diesem Fall, ich war auch vor 2 Tagen im Scenic Office wieder und seitdem bin ich so unter Strom, weil ich konnte auch mal mit dem Local sprechen hier, der für die Elektrizitätswerke hier arbeitet, für alles, was sustainable ist, Solarenergie und so weiter und so fort, der CTO bei Scenic ist und der hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und seitdem bin ich komplett neben der Spur im positiven Sinne. Das mag heute durch Sprachgeschwindigkeit rüberkommen, das mag man mir bitte entsprechend nachsehen. Es ist auch ein Webinar heute, was wirklich ganz krass in den Bereich Vertrieb geht, weil diese Chance kommt schlichtweg nicht wieder. Die nächsten 6 Monate können tatsächlich entscheiden, wie ihr für euch, eure Familien, Kinder und Kindeskinder euch aufstellen könnt. Deshalb ist es unfassbar wichtig, die Beauty, die Besonderheit des Karriereplans zu verstehen, aber auch des Produktes. Und beides wird nicht zu kurz kommen. Aber noch einmal, das ist heute ein ganz klar vertriebsorientiertes Webinar, was dir aber trotzdem zeigt, wie wir aufgestellt sind. Das heißt, jeder kann sich mit Sicherheit das rausnehmen, was er gerne möchte. Aber wir kriegen Feedback und sagen, Mensch, ich höre immer von Leuten in der 100%-Quote, egal wen sie ansprechen, die starten bei Safir als Kunde oder als Geschäftspartner nur dann nicht, wenn sie schon dabei sind. Und andere sagen, Mensch, irgendwie kriege ich das noch nicht so richtig hin, vielleicht die falsche Einladungstechnik, vielleicht erzähle ich zu viel, vielleicht erzähle ich zu wenig, vielleicht erzähle ich das Falsche. Und überall wollen wir uns heute drüber unterhalten, sodass das sichergestellt ist, dass es nicht mehr passiert. Und da hat der Vertriebler mal vor vielen, vielen Jahren das Thema Referenzpunkte erfunden oder der Angelsachse nennt es USPs, also Unique Selling Point, die Einzigartigkeit, die Besonderheit des Geschäftes. Und wenn ich mich hier darauf konzentriere und dort die für mich und mein Gegenüber höchstwahrscheinlich passenden Referenzpunkte bei der Einladung zu einem Webinar, zu einem persönlichen Gespräch rauspicke und konzentriere, dann werde ich das höchstwahrscheinlich ab heute doppelt und dreimal so erfolgreich tun, wie ich es bisher schon tue. Und wir sind inzwischen schon Top 10 des Unternehmens, obwohl wir das jüngste Team sind. Also Glückwunsch an euch alle. Und ich glaube, wir können das Ganze nochmal dramatisch erhöhen. Go Diamond. Warum? Das ist eine Position, die einfach mal schlichtweg einhergeht mit rund 250.000 an Einnahmen und zwar in Dollarbasis rund 230.000 Euro. Das ist für viele mehr als ein Jahreseinkommen, für die allermeisten wahrscheinlich. Und hier ist es möglich, tatsächlich in Wochen respektive wenigen Monaten, wenn ich es denn möchte, zu generieren. Dazu braucht es aber zumindest das Grundverständnis, was kann das Produkt, in unserem Fall unsere Hardware, und was kann der Karriereplan und wie arbeite ich den? Und wenn ich das beides tue und dann tatsächlich auch so ein Ziel verankere, vor Augen habe und da tatsächlich analog zu meinen Möglichkeiten neben- oder hauptberuflich agiere, unter Ausnutzung all unserer Infrastrukturen von täglichen Webinaren und, dann ist es echt nur noch eine Frage von Wochen oder Monaten und des richtigen Mindsets, der richtigen Geisteshaltung. Und auch dazu werden wir uns heute austauschen und das macht ganz speziell und ich freue mich drauf, der Carsten
am Ende. Also, starten wir direkt rein. Macht bitte viele Screenshots. So in der Form gebe ich die Folien jetzt nicht raus. Macht Screenshots. Die Aufzeichnung wird auch laufen. Aber auch vielleicht ist sogar eine Notiz manchmal ganz hilfreich, weil es dann von der Hand in den Kopf geht. Die alte Nummer, ihr erinnert euch aus der Schule. Und wir fangen mit diesen Referenzpunkten an, die keinen Anspruch haben auf Vollständigkeit, aber mir und den allermeisten absolut ausreichend sind, um das zu transportieren, was wir transportieren wollen, nämlich was kann das Produkt, und damit fangen wir an, Referenzpunkte Zennig, und was kann das Geschäftsmodell, wenn dich das auch interessiert. Also einfach mal mit notieren. Ein Riesenthema im Vertrieb ist immer dieses neu, 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 neu. Also bei etwas dabei zu sein, wo der Massenmarkt noch nicht angegangen worden ist, wo es noch eine Art Insider-Information ist. Sicherlich nicht mehr in dem Thema Krypto-Vertrieb. Da kennt, glaube ich, ein jeder Cynic und hat sich entweder platziert oder nicht platziert oder wartet auf eure Information, die einfach tiefer geht und mehr Support im Hintergrund bereithält, um dann doch zu starten. Aber die Masse der Menschen hat niemals von Cynic gehört. Und auch für die, wenn sie aus dem Vertrieb kommen, vielleicht aus dem klassischen Produktvertrieb, ist das Thema neu am Markt ganz wichtig. Und der Vergleich vielleicht, stell dir vor, Bitcoin in 2009, ein paar Cent, hättest du da die Chance gehabt, mit dem Wissen von heute, retrospektiv, kausal attribuiert, wie wir Schlaumeier sagen. Natürlich hättest du davon ein paar hunderttausend Stück gekauft, hätte dich nicht viel mehr gekostet als ein Abendessen, wo du heute stehen würdest, ist uns allen ein Begriff. Also das ist sicherlich ein ganz starker Referenzpunkt. Ein weiterer ist es, dass die Überschrift bei Cynic eben ist, unter anderem zu sagen, unsere Zielgruppe sind die 97% der Menschen, die jetzt an der Schwelle stehen, um in die Kryptowelt einzutauchen, weil sie müssen, sie können nicht mehr anders. Das ist nicht mehr, guck dir das mal an, das könnte vielleicht die Welt verändern. Nein, über sowas müssen wir uns nicht mehr unterhalten. Das ist Standard. Und trotzdem sind 97% nicht dabei. Deshalb alles, was wir im Crypto-Space sehen, ist alles Kindergeburtstag zu dem, was in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird. Und hier einen Fokus zu setzen, gerade dem Neustarter, es so einfach wie möglich zu machen, ist ein Riesenthema. Ein weiterer Referenzpunkt ist das Management. Wer steckt dahinter? Welche Kompetenz steckt dahinter? Welche Partnerschaften steckt dahinter? Und vor allen Dingen auch welche Vision? Wie groß denkt das Unternehmen? Wie groß ist der Marktplatz am Ende des Tages? Hier habe ich Nummer zwei aufgeführt. Auf der einen Seite vielleicht die Bank, die eben ihre Tore sowohl für den klassischen traditionellen Bereich, aber eben auch den Krypto-Blockchain-Bereich geöffnet hat und in Hand mit Cynic arbeitet. Und natürlich das Thema Royal Family, hier repräsentiert durch seine Hoheit Sheikh Zayed bin Hasha Al Maktoum. Das sind schon absolute krasse Szenarien, die wir hier haben und die man rausstellen kann. Management in Zeiten Cynic mit Erwin Doktor, seiner Sportkarriere, das Branding von Ironman, Dr. Ofner, der hier als COO unterwegs ist und seinem ganzen Background. Das ist ein wunderbarer Referenzpunkt zu sagen, hier sind Leute dahinter, die wissen, was sie tun. Und natürlich unser Hauptarchitekt des ganzen Themas, der Kollege, dessen Synonym einfach nur Peter ist, der seit 10 Jahren Bitcoin gibt es seit 11 Jahren, seit 10 Jahren Blockchain programmiert, immer nur in Auftrag und jetzt eben gesagt hat, ich habe die Möglichkeit, eine Blockchain zu generieren, wie es sie noch nie gab, was uns die Tür öffnet für Tokenisierung, was uns die Tür öffnet für Transaktionen noch höher, als sie Mastercard und Visa Card anbietet und darüber hinaus Blockchain übergreifend arbeiten kann. Das ist ein echtes Brett und sicherlich einer der Top-Referenzpunkte. Dann geht es weiter natürlich mit der Technologie als solches. Und noch einmal, hier suche ich mir das raus, was für mein Gegenüber passt. Wenn ich mit jemandem spreche, der noch das Wort Krypto nie gehört hat, dann muss ich ihm nicht sagen, dass unsere Blockchain völlig dezentral ist oder dass sie Cross-Blockchain-Transaktionen ermöglicht. Sprich, ich muss keinen Token mehr wrappen, ich muss nicht irgendwelche Tradings im Vorfeld machen, um zu meiner Ziel-Trading zu kommen, einfach weil sie auf verschiedenen Blockchain gelistet sind. Das fällt hier alles flach. Dem muss ich auch nicht erzählen, dass unsere Blockchain 50.000 und mehr Transaktionen pro Sekunde handeln kann. Ihr seht hier im Vergleich Bitcoin 7, Ethereum 25, Cardano 250, Tron 2000, das ist alles schon besser. Aber 50.000, das ist mal eine Hausnummer. Wir haben als Cynic den Eurocoin etabliert, genau wie den USD Tether, also gebackt quasi, wie soll man sagen, im Hintergrund mit Euro ge,
ich komme gebackt, ich komme nicht auf das englische Wort, auf das deutsche Wort. Also das abgesichert. Ist abgesichert, danke, danke Carsten dafür. Ist ein nächstes Highlight. Dann natürlich die Transaktionskosten in Sachen unseres Stablecoins von fix einem Cent pro Transaktion. Und wir haben hier ein paar Leute auf Sendung, die mal ein bisschen rumgespielt haben mit Uniswap gerade und stellen fest, what, 180 Euro, wenn ich mir einen Zenig Token auf Uniswap holen will? Ja, das ist zurzeit der Punkt. 100% Profit-Sharing plus ein Token-Verbrennungsprogramm. In Gelb immer nur der Referenzpunkt. Hier geht es darum, pass mal auf, die haben eine Blockchain auf die Welt gebracht, die seit anderthalb Jahren läuft, im Geheimen, die nächstes Jahr erst live geht, damit wir auch tatsächlich das für uns entsprechend ausnutzen und eine große Community haben. Und wenn es dann ein Experte ist, kann ich ein bisschen in die Tiefe gehen. Tokenisierung ist natürlich das absolute Schlagwort, der größte Markt, den es je gegeben hat. Laut World Economic Forum 24 Billionen Dollar in 2027. Das ist quasi morgen. Und viele sagen, das ist absolut untertrieben, weil ich schlichtweg alles tokenisieren kann. Die Frage ist nur, bei wem wird tokenisiert? Bei den bestehenden Blockchains mit all den Herausforderungen, die natürlich auch immer besser werden. Deshalb, hier ist die Frage, where is der First Mover? Wer bringt es als erstes in den Markt und setzt den Standard? Und das bedeutet echte Werte und Realität. Das kann ich auch dem Vertriebler sagen, dass du hier nicht irgendwie eine tolle Geschichte, eine tolle bunte Webseite hast, wo sich alles dreht und im Himmel ist Jahrmarkt und jetzt kannst du kaufen und stell dir vor, der Token kostet mal 5 Euro und jetzt kostet er einen Cent. Nein, hier geht es darum, dass im Hintergrund echte Werte und echte Realität steckt. Dann natürlich unsere eigene App, die aktuell nur Wallet ist, heute noch, wo ich halt meine verschiedenen Kryptowährungen halten kann und von dort senden und empfangen kann. Die jetzt noch in diesem Jahr ihre DEX-Funktion bekommt, sprich auf der App direkt ohne externen Partner, kann ich tauschen. Cenic gegen Bitcoin oder gegen Ethereum oder was auch immer dort ansteht. Also ich brauche gar nicht mehr unser Ökosystem verlassen. Ich kann das auf der App tun. Und ein Riesen-Highlight, und das kommt hier in dieser Präsentation heute gar nicht vor, das müsst ihr ein bisschen im Hinterkopf haben, diese Staking-Angebote, die ich über die App als Kunde nutzen kann, mit dem unfassbar cleveren Weg zu sagen, lieber Kunde, wenn du dich bei Saphir registrierst, was dich keinen Cent kostet, sprich einfach mal einen aus der Community an, der dir vielleicht auch den Hinweis gegeben hat und du holst dir dort kostenlos ein Konto, du meldest dich schlichtweg an und scannst dann den Code aus deiner App mit dem, die du in Saphir findest, dann verdoppeln wir in der Spitze deine Staking Rewards. Das geht im Dezember los. Und durch diese Verknüpfung, die dann stattgefunden hat, sind wir die Ersten, die legal auf den Tipp, hey, hier gibt es einen Token, hier gibt es einen Coin, wenn du den stakes, hast du das und das an täglicher Rendite, an täglichen Extra-Coins, die sofort verfügbar sind. Und jetzt werden wir darauf völlig verprovisioniert. Das heißt, all die Zahlen, die wir uns heute anhören in Sachen Einkommen bisher, sind ein Kindergeburtstag zu dem, was in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird. Denn der Hub als solches, der ist vielleicht noch bis Sommer in dieser Form nächsten Jahres verfügbar. Dann sind 500.000 verkauft. Aber bis dahin gibt es mehr Hardware, andere Geschichten. Ich habe gestern schon eine Idee bekommen, sorry, vorgestern. Das wird richtig krass. Weitere Referenzpunkte zu Cenic. Auf der rechten Seite mal ein Mem, was wir hier generiert haben. Das gibt es in zwei Sprachen, findet ihr in unseren Telegram-Kanälen. Das ist so eine Art quasi Werbeflyer, wenn man so will, der sehr, sehr schön den, oder der Approach, der Ansatz, wie gehe ich denn jemanden an, der ist halt sehr schön, weil ich eben sage, pass mal auf, es ist völlig egal, welche anderen Geschäfte du betreibst, wo du irgendwie investiert bist. Es geht nicht darum, das zu stoppen und was anderes zu tun, weit gefehlt. Aber es geht um Diversifikation. Und da macht es definitiv Sinn, ganz egal, wo du im Vertrieb unterwegs bist, wie unruhig das möglicherweise ist oder sein kann oder wie du vielleicht in Sachen Kryptowährung aufgestellt bist oder auch in traditionellen Investments. Wir schlagen dir vor, dich mit dem Cenic Coin Minting zu befassen, es deinem Portfolio hinzuzufügen, um fortan für die nächsten 17, 18 Jahre passive Einkommen zu generieren. Das ist ein sehr schöner Punkt und deshalb habe ich ihn auch hier unter die Referenzpunkte generiert. Dann natürlich das Highlight und das macht uns so exklusiv. Der Cenic Hub, diese Hardware, die sie jetzt seit 2018 entwickelt haben, das ist halt ein echtes Brett. Ganz wichtig auch nochmal zu verstehen, um das sicher zu sein, dass jeder die richtige Info hat. Nur mit diesem Hardware-Gerät, was mir nach Hause geschickt wird, habe ich diese virtuelle IBAN-Nummer. Das ist oftmals im Vertrieb falsch kommuniziert. Ich brauche das Gerät,
wenn ich aus der Kryptowelt mit meiner eigenen IBAN-Nummer in die klassische traditionelle Welt gehe, sprich aus meinem oder von meinem Terminal, von diesem Senec Hub, meine Rechnung beim Elektrizitätswerk zu bezahlen oder etwas auf mein Konto zu überweisen oder wohin auch immer. Übrigens wird das zum Start nur im Bereich SEPA, also Europa, gehen. Also optimal für euch und die anderen Länder und deren IBAN-Systeme kommen dann sukzessive nach. Dafür brauche ich das. Und dieses Gerät mintet mir quasi als netter Nebeneffekt, weil es eine eigene Masternode ist, auch Coins. Und zwar täglich und das über Jahre ohne Zusatzkosten und versehen mit einem Halving-Modell, ähnlich wie Bitcoin, was quasi gegen die Inflation arbeitet. Es werden also immer weniger Coins. Und das ist für den Vertrieb natürlich optimal, weil dieser Sense of Urgency, wie der Angelsachse sagen würde, diese Dringlichkeit zu sagen, natürlich kannst du da noch drüber schlafen, mit wem auch immer. Natürlich kannst du Hamster, Steuerberater, Kinderarzt fragen, was der denn so denkt oder andere Leute, die mal recherchiert haben, sprich Google benutzt haben, um zu gucken, was steht denn da im Netz. Das ist alles hübsch, aber jeden Tag, den du später startest, kostet dich vielleicht 0,05 Coins pro Tag. Rechne das auf 18 Jahren und du weißt, warum so lange nachdenken vielleicht nur suboptimal ist. Der nächste Referenzpunkt ist natürlich unsere eigene Debitcard. Bezahlen mit Krypto, zahlen mit Fiat, Geld abheben von ATM. Diese Brücke ist natürlich ein Traum. Wer auf dem großen Update-Webinar war, ansonsten bitte entsprechend doch mal tun. Geplant war Co-Branding, das heißt Partnerfirma, Partnerbank. Und wir sind inzwischen aber so groß, dass Erwin Doktor entschieden hat, wir werden eine eigene Karte rausbringen, direkt mit dem jeweiligen Credit-Debit-Card-Anbieter, was natürlich viele Herausforderungen automatisch nicht mehr Realität sein lässt. Was für ein Satz. Also sprich, diese Abhängigkeit von einer Third Party, von einer Bank, die die rausgibt, fällt halt komplett flach. Das bedeutet, dass sie möglicherweise erst im ersten Quartal nächsten Jahres kommt, aber vorgestern mir Erwin Doktor gesagt hat, die Chance ist immer noch da, dass selbst diese große Lösung uns in die Lage versetzt, die noch dieses Jahr auszugeben. Also ihr merkt, ich spreche über Referenzpunkte, gebe euch aber auch immer gleichzeitig Updates. Das sind keine Infos für ein Erstgespräch, sondern da ist es, hey, die bringen eine Karte raus, die es in dieser Form schlichtweg noch nicht gegeben hat. Da geht es darum, Community zu nennen. Wir sind zwar offiziell seit Ende letzten Jahres im Bereich SAFI unterwegs, aber mit 5 Leuten, die nicht verstanden haben, um was es geht. Erst im März diesen Jahres, März, April, Mai, haben die ersten Leute, die verstehen, was haben sie hier an Händen angefangen zu arbeiten. Und in 8 Monaten 350.000 aktive Leute aufgebaut, Community-Member. Mit der Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, ist zu erwarten, dass wir Ende diesen Jahres 1 Million plus haben. Das ist schon ein echtes Brett. Ich will gar nicht über 2022 sprechen. Also es geht darum, bei etwas zu Beginn dabei sein, was jetzt schon einen Speed hat, was es ein zweites Mal schlichtweg nicht gibt. Und last not least, das Potenzial ist natürlich genial, weil hier reden wir von externen Experten, von Analysten, die einfach sagen, so wie das Unternehmen aufgebaut ist, so wie es sich in Dubai präsentiert hat, jetzt vor kurzem auf dem SAFI-Event, wenige Wochen zuvor auf dem Burj Khalifa-Event mit Tokenisierungskandidaten. Wenn es das umsetzt, wird es sich in kürzester Zeit in die Top 10 einreihen. Top 10 aller Blockchains, Top 10 aller Exchanges. Die, wer in Dubai war, weiß das, sagen sogar, wir avisieren aus der Abteilung, lasst uns nach den Sternen greifen, wenn wir beim Mond unterwegs landen, ist es immer noch außergewöhnlich groß. Die planen bereits nächstes, übernächstes Jahr selbst Binance zu überholen. Und ich finde das klasse, große Ziele zu haben, weil ich weiß, was ich kann, weil ich weiß, wie unfassbar der Markt und der Technologievorsprung ist. Warum dann nicht sagen, hey, wir werden das jetzt alles auf den Weg bringen. Und was das dann bedeutet, ganz wichtig für das heutige Webinar, wenn wir nur ansatzweise in die Richtung der Top 3, 4, 5 Exchanges kommen und wir gucken uns deren Token oder deren Coin an, wie der heute gelistet ist, glaube ich, wird es schwierig für den einen oder anderen heute den Schlaf zu finden. Wir sind ganz am Anfang, also es kommt wieder zurück neu. Das sind die Punkte, die ich immer, je nachdem, wie es gerade passt, nutze. 2, 3 davon, immer mit dem Ziel, komm zum Webinar, respektive schau dir eine Aufzeichnung an, lass uns einen Dreier-Call machen mit der Person, von der ich das kennengelernt habe oder. Jetzt reden wir über SAFIR. Da gibt es natürlich auch Referenzpunkte. Jetzt reden wir darum, wo Leute sagen, hey,
ich habe Bock, was zu machen. Ich weiß, und das passiert zurzeit ohne Ende. Wir sprechen mit Menschen mit soliden 5- und 6-stelligen Monatseinkommen in klassischen Produktnetworks, die sie niemals verlassen wollen, weil sie das Produkt toll finden, das Team haben, aber auch eins erkennen. Wir sind an einer Schwelle, wo heutzutage anders Geld verdient wird. Und wenn sich etwas nicht beißt, dann irgendeine Creme, irgendein Saft, irgendetwas in Sachen klassischen Produktvertrieb plus dem Thema, hey, passive Einkommen aufzubauen in dem Bereich, wo die Welt gerade an einer Schwelle steht, sich zu verändern, das kann nicht so richtig schaden. Also lasst uns auch über die Referenzpunkte und sprechen. Und auch hier geht's genauso los. Es ist neu und das will der Vertriebler. Der will das nicht hören, wenn der Zug abgefahren ist. Der will das hören im ersten Jahr, in den ersten 2 Jahren. Er will es natürlich auch hören von der richtigen Person, respektive dem richtigen Team, was Support und Qualität und Korrektheit der Informationen angeht, aber eben auch solchen Added Values, Zusatzwerten wie, hör mal 10, 15 Minuten Carsten zu, der über Mindset spricht, schau mal, was wir anbieten können in Sachen Krypto-Expertise, aber eben auch an Network-Erfahrung. Und die Führungskräfte, die hier jetzt dabei sind, repräsentieren mal schlichtweg ein paar hundert Jahre in dieser Industrie und wissen einfach, wie es geht und wie es nicht geht und sind auch inzwischen alle 50 plus, sodass sie gar nicht mehr die Zeit haben, jetzt irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern die Dinge, die funktionieren, mit euch zu teilen. Also neuer Markt, erster Offline-Event war gerade im Oktober. Es ist das schnellst wachsende Affiliate-Marketing-Unternehmen weltweit. Das ist auch ein Brett außer Frage. Es ist die perfekte Balance, denn das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wer sich auskennt ich glaube inzwischen ist es 10 Jahre oder 12 oder 15 sogar her, da gab es diesen großen Herbalife-Prozess, die 200 Millionen haben zahlen müssen, weil in Amerika analysiert worden ist, hey, ihr verkauft ja euer Schoko-Vanille-Erdbeer nur innerhalb der Organisation. Es muss aber mal mindestens 50% reiner Endkunde sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ihr wisst, bei Saphir ist alles total analog zu den Rechtsgrundlagen weltweit, was das Thema Vertrieb und Karrieresystem angeht. 70% bei uns, 70% bei Carsten, 70% bei mir sind reine Endkunden, die auch sagen, lass mich bloß in Ruhe mit Kreise malen und Ähnlichem mehr. Das ändert sich oftmals, weil sie feststellen, Mensch, das wäre für meine Schwester auch nicht so richtig verkehrt. Und plötzlich ist man dabei, Vertrieb zu machen, obwohl man das gar nicht will. Ich will kein Network machen. Das ist doch diese Schneeballnummer. Das ist doch die Pyramide und so weiter und so fort. Ich sage dann immer, nein, wir sind kein Schneeballsystem. Wir sind ein Lawinensystem. Anders bringt es das nicht auf den Punkt. Aber plötzlich wird der reine Endkunde, von ganz alleine kommt er auf die Idee und sagt, eigentlich ist das ja ein sozialpolitischer Auftrag oder anders ausgedrückt unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nicht den Menschen, die ich lieb habe, sage, kauf dir jetzt gefälligst ein paar von diesen Inhouse-Hubs, einen physischen Hub und lass mal bitte die nächsten 2 Jahre dafür sorgen, dass deine Kinder und deine Familie mal auf die Sonnenseite des Lebens kommen. Trotzdem 70-30, perfekt. Was ist Saphir? Saphir ist der weltweit exklusive Vermarkter der Hardware. Nirgendwo anders kann sie erworben werden. Sie kann nur über einen von uns gekauft werden. Ganz wichtig. Aber nicht nur Blockchain-Technologie, sondern auch Energy-Technologie und sogar Health Innovations werden Teil der Saphir-Produktpalette sein. Was A wichtig ist, B auch ganz entscheidend ist für manche Länder, die einfach sagen, eine Einproduktstrategie ist immer so ein bisschen Graubereich. Sobald es eine Produktpalette ist, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Kostenfreier Start, ein Riesenthema. Ohne jedes Investment kannst du hier in die höchste Karrierestufe gehen und Millionen und Abermillionen, Entschuldigung, ich habe mich heute schon im Vorfeld dafür entschuldigt, das werden große Zahlen geben, verdienen. Es ist keine Bedingung, dass du irgendwas kaufst. Und da werden wir gleich drüber reden. Wir haben uns teilweise hier kennengelernt in einem ICO von einem Unternehmen, was wir absolut was unserem Herz gehört, was das langfristige Modell ist, eine indische Blockchain-Firma, eine indische Exchange, die seit Oktober auch nichts mehr mit Affiliate-Marketing zu tun hat. Worauf ich hinaus will, in deren Market-Making, in der Phase auf den Markt zu kommen, haben die Karriereplan mit Investment kombiniert. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, es ist gut genommen, es ist gut gegangen. Es ist nicht die Firma als solches gewesen, sondern die haben einen externen Provider für den Aufbau der Community eingesetzt. Worauf ich hinaus will ist, $25.000 konnte man maximal ausgeben dort
Und das haben viele Menschen gemacht, weil sie damit einen sehr entscheidenden Vorteil im Karriereplan hatten. Dass das natürlich hochgradig graubereichig ist, will ich mal, glaube, kann sich jeder vorstellen. Nichtsdestotrotz haben Menschen, die normalerweise sagen, wenn es darum geht, boah, ich habe hier eine tolle Kosmetik und eine Nahrungsergänzung, ein bisschen CBD-Öl, was auch immer, und das Starterpaket ist 168 Euro, die sagen, das kann ich mir nicht leisten. Der gleiche Mensch kauft, ohne mit der Wimper zu zucken, 25.000 ein, weil er sieht, boah, das ist passives Einkommen, hier kann ich einen Karriereplanvorteil haben, mache ich. Hier sind wir jetzt in so einer Twitter-Situation. Bei uns kannst du dich mit deinem Eigenumsatz in keiner Form besser stellen als die Person aus irgendeinem Dorf in Kerala, Indien, die schlichtweg es sich nicht leisten kann, auch nur einen 100-Euro-Anteil zu kaufen, aber super motiviert ist, mit jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, zu sprechen. Und auch diese Person kann hier Unfassbares verdienen. Wenn ich aber beides kombiniere, und das ist der Auftrag dieses heutigen Webinars, dann ist the sky the limit, wenn überhaupt. 69% Auszahlung, nächstes Riesenbrett. Viele reden von 50, 60, 70, 80, 90, ja, aber nur eben dann, wenn Weihnachten und Ostern und Muttertag auf einen Tag fällt, sprich, wenn du wirklich alle Eventualitäten des Karriereplans ausgestattet hast. Plus noch so abstrakte Geschichten wie, ja, da sind ja auch noch Reiseseminare bei und da ist ja auch noch das bei und das Autoprogramm. Hier werden faktisch 69% ausgezahlt und das tun sie seit einigen Monaten permanent, nicht erst, wenn alles zu spät ist. Das ist einkalkuliert in die Hardware und das wird ausgezahlt. Und dann soll sich doch bitte der Vertriebspartner und die Vertriebspartnerin das Auto ihrer Wahl davon kaufen, den Traumurlaub ihrer Wahl dafür buchen, ohne dass wir das irgendwie, um ein bisschen Lametta im Karriereplan zu haben, mit zu integrieren. Fakt ist, 69% echte Auszahlung. Die Einkommen/Umsatzquote habe ich noch nirgendwo gesehen und ich zeige es euch gleich schwarz auf weiß. Bis zu 25%, wenn ich es pfiffig aufbaue, heißt Umsatz X in meinem ganzen Team unter der Prämisse, ich habe es breit aufgebaut, davon 25% von diesen 69, die gesamt ausgezahlt werden, zu holen, uneingeholt, gab es noch nie, ist ein absolutes Brett und somit ein mega Referenzpunkt. Rangboni, das Dankeschön für dein Engagement, das Dankeschön dafür, dass du hilfst, die Community maßgeblich mit aufzubauen, denn damit steht und fällt es. Ein Blockchain-Projekt ohne Community wird niemals erfolgreich sein. Aber wenn du die Power von Vertrieb nutzt, von Menschen wie du und ich, wie sie heute auf Sendung sind, und die natürlich hochmotiviert sind, weil man auch sehr viel Geld verdienen kann, weil man damit ja auch dann wieder sehr gute Dinge tun kann, das kommt ja noch erschwerend hinzu. Viele sagen ja, Geld verdirbt den Charakter. Nein, Geld zeigt den Charakter. Wenn du vorher schon, sorry die Damen, ein Arschloch warst, dann wirst du mit viel Geld das noch viel, viel mehr ausleben können. Aber geht auch umgekehrt. Hier gibt es für jede Karrierestufe einen Danke. Schön, dass du das gemacht hast. Heute geben wir dir 1 Euro, 15, 75, 300, 600 bis zu 200 Millionen. Noch einmal, wir reden heute über große Zahlen. Wer sich 20 Millionen nicht vorstellen kann, kann sich aber vielleicht 2000 Euro vorstellen. Am Ende des Tages ist alles eins. Es ist nur eine Zahl. Und wenn du 100 Euro verdient hast hier, und das haben alle, glaube ich, die heute auf Sendung sind, dann sind 1000 Euro einfach nur 10-mal mehr Aktivität im ganzen Team. Und 1 Million entsprechend 10.000 Mal mehr Aktivität. Da kommt die Duplikation ins Spiel. Gesamt an Rangboni fette knapp 40.000 Euro. Das ist ein Brett. Weltweit legal. Das macht einigen Mitbewunderern richtig zu schaffen. Absolut legal. Wir verkaufen Hardware, wir haben kein Binärsystem. Ich liebe binäre Systeme. Sie sind aber nach wie vor Graubereich. Sie sind auch nicht bis zu Ende kalkulierbar. Und oftmals müssen sie dann angepasst werden, weil die Firma feststellt, ich zahle zu viel aus. Hier wird nie ein Cent mehr als 69% ausgeschüttet. Provisionen in Echtzeit. Mega. Du hast heute gestartet. Am Nachmittag sagst du deiner Nachbarin oder deinem Schwippschwager mütterlicherseits, ich habe hier was kennengelernt, keine Ahnung, das sieht aus wie ein iPad, kostet irgendwie 2 Mille, habe ich mal gekauft. Mein Gastgeber hat mir sein Backoffice gezeigt, mein Freund, und da habe ich gesehen, das und das kam da raus, willst du auch. Dann macht er das. Dann hat er 2.000 bezahlt, der Nachbar, die Nachbarin. Und dann gibt es 9% davon sofort. Und ich kann sie sofort auscashen, sprich auf mein Krypto-Wallet, auf meine Exchange, was auch immer, auszahlen. Dauert je nach Währung zwischen 15 Minuten und maximal 2 Stunden. Kann ich machen, 20 Mal am Tag. Sexy.
Monatliche Umsatzbeteiligung, das ist toll. Und es ist völlig egal, ob das 50 Euro sind, 100 Euro sind, 200, 300, das werden auch 500, das werden auch 700. Ich gehe jetzt nicht in die Details des Karriereplans rein. Einfach der Fakt, ich bin Ruby. Hier reden wir von 10.000 Euro, schauen wir uns gleich im Detail an. Und damit habe ich für 6 Monate ohne jede Bedingung eine Umsatzbeteiligung für mich garantiert. Die mag im ersten Monat kleiner sein, die ist im nächsten Monat größer, weil mehr Umsatz. Es ist immer davon abhängig, wie viele Leute sind qualifiziert für die Shares. Fakt ist, ab der Karrierestufe habe ich das für 6 Monate ohne jede Bedingung. Und wenn ich clever bin, wird das nie mehr aufhören, sondern einfach nur immer mehr werden, weil ich weiter aufbaue. Tools kostenfrei, Landingpages kostenfrei, Ausbildung kostenfrei, Support kostenfrei. Sagen viele, ist doch logisch. Ist es leider nicht im Vertrieb, sollte aber logisch sein. Dann natürlich das erste weltweite Staking-Tippgebermodell startet im Dezember. Können wir heute nicht im Detail darauf eingehen. Ich sage euch nur, und da wird Carsten unser Fels in der Brandung sein, weil er sich mit dem Thema Stakings so gut auskennt, was das bedeutet in der Technik, in der Art und Weise und in dem Kundennutzen. Da war alles bisher, was wir gemacht haben, lediglich ein bisschen Aufwärmarbeit. Und das bedeutet, das ist direkt der nächste Punkt, wir bei Saphir haben diese Insider-Informationen, für die ich in der klassischen Aktienwelt gehe in den Knast, wenn ich Insider-Informationen rausgebe, weil ich eben weiß, Firma wird verkauft oder macht ein Merging oder ähnliches mehr. Hier ist es einfach in der Logik drin, weil ich im Thema bin, weil ich weiß, oh, da ist das nächste Tokenisierungsprojekt, das vielleicht die Saphir-Community mit in Anspruch nimmt und somit ein tolles Angebot macht. Und somit weiß ich immer, wenn irgendetwas möglicherweise kurz davor ist, durch die Decke zu gehen, ein unbezahlbarer Vorteil. Nicht zuletzt die Story. Führungskräfte seit 8 Monaten verdienen in der Spitze 3 Millionen, nicht pro Monat kumuliert. Ist aber nicht ganz so schlecht. Wenn man sich ein bisschen einschränkt, kommt man übers Gröbste hinweg. Seit 8 Monaten haben die Vollgas gegeben. Das ist das Ergebnis. Auch in unserem Team haben wir die ersten, die die Millionen ankratzen, nach 3,5, knapp 4 Monaten. Sensationell. Und wir sind ganz am Anfang. Ich möchte euch in diesem Webinar ein Backoffice zeigen, einer Partnerin aus unserem Team. Wir werden auch noch ein Backoffice-Training machen. Da müssen wir aber ein Dummy-Konto einrichten, weil wir haben Datenschutz und so weiter und so fort. Das war erst geplant, dass wir hier auch mal gucken, wie berechne ich die Performance, die 40%-Regel. Aber hier sind alles Namen drin. Das ist schwierig. Deshalb müssen wir das auf vielleicht nächste Woche vertagen. Ich will euch nur 2, 3 wichtige Infos geben, neben der Tatsache zu schauen, guck mal, was möglich ist. Diese Partnerin ist gestartet vor exakt 3 Monaten. Gucken wir uns ganz links an, und wo der Eurobetrag steht. Unter dem Gesicht da oben, wo kein Gesicht ist, die 36.000 Euro. Das ist euer Kontostand und das ist der Eurocoin, der klassische traditionelle Fiat-Euro, der wird abgekürzt mit EUR. Das ist der Eurocoin, ist identisch mit dem Euro, steht euch immer zur Verfügung zur Auszahlung und das Ganze in Echtzeit. Kann aber auch benutzt werden und das ist der Grund, warum diese Dame das hier hat stehen lassen und sich noch gar nichts hat auszahlen lassen bisher, weil sie damit Freundinnen, die halt keine Kryptowährung haben, über unser Gutscheinsystem in die Lage versetzt, sich hier ein Produkt oder auch deren mehrere zu kaufen. Dann sehen wir oben links, der erste Kreis, das sind die Benefits Earned. Und ich will nicht sagen, dass das Backoffice jetzt der Weisheitsletzter Schluss ist. Manches ist ein bisschen merkwürdig. Denn dort oben steht nur das Einkommen aus Unilevel. Das ist die direkte und indirekte, sprich die 15 Ebenen, wo du beteiligt bist, analog zu deiner Karrierestufe. Wenn wir mal ganz runter gucken, die Dame hier hat 10 Ebenen frei. Ganz unten links seht ihr Payleg Levels 10. Das heißt, diese 10 Ebenen, 9%, 8%, 7%, da hat sie verdient in den 3 Monaten 64.000 irgendwas an Euro. Das ist nur das. Rechts daneben steht, was habe ich mir auszahlen lassen? Und da hat sie 0 auszahlen lassen. Jetzt hier kommt noch hinzu, dass sie diesen Betrag auch auf ein anderes Konto geschickt hat, um dann mit einer Überweisung, in einer Auszahlung einfach Gebühren zu sparen. Auf der rechten Seite sehen wir den Gesamtumsatz, 1 Million irgendwas 1.000. Darunter sehen wir die 8.630. Das ist das, was sie bis letzten Monat an Sharepool, an dieser Thematik, ich bekomme einen Anteil am Firmenumsatz,
10% werden genommen, dividiert durch alle, die diese Anteile haben. Das ergibt einen Betrag, der wird miteinander multipliziert. Das hat derzeit 8.630 gegeben und jetzt heute Morgen, übermorgen gehen zum ersten Mal für diese Dame 80 Anteile raus. Kann sich jeder ausrechnen. Wie gesagt, bisher war es alles immer zwischen 150 und 350 Euro. Das kann auch mal runtergehen, weil einfach so viele qualifiziert sind. Dann geht es im nächsten oder übernächsten Monat dramatisch hoch, weil automatisch ja auch Leute aus diesem 6 Monats garantierten Modus rausfallen. Also das ist immer eine Mischung. Und mit den Staking-Angeboten, glaube ich, sehen wir ja demnächst auch mal 5, 6, 700 Euro Sharepool. Mal 80, nicht so richtig doof. Dann sehen wir die 40.000, die ist auch nicht unten, die hat, das ist der Rangbonus. Sobald du Diamond wirst, kriegst du 40.000 Euro. Sofort auf einen Schlag kannst du sofort auszahlen, Spaß. Der nächste Schritt bei der Kollegin hier ist 80.000 Euro, Double Diamond. Braucht sie jetzt sicherlich noch einen Monat für, anderthalb. Weiß ich jetzt gar nicht genau, wo sie hier genau platziert ist. Und das ist immer diese Einmalprovision. Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, was schreibt mir der Ahmed, bitte nochmal die vorherige Folie, Referenzpunkte, Saphir. Machen wir am Ende, Ahmed, sehr, sehr gern. So, das heißt zusammengefasst, es startet 5. August diesen Jahres. Diamond geworden am 4. November, sind genau 3 Monate. Umsatz 1 Million und ein bisschen. Ergebnis, der Gesamtbonus sehen wir oben, sind 68.000 Euro für die Ränge. 40.000 für den Diamond, 20.000 für den Black Sapphire und so weiter und so fort. Alles kumuliert ergibt 68.000 Euro. Unilevel sehen wir oben eingeblendet, 64.000. Die Zahl ist displayed, leider nicht die kumulierte Zahl der Rangboni. Hier steht sie aber. Sharepool sehen wir auch rechts, 8.630 bis jetzt. Und für die kommenden 6 Monate, ich habe den Schnitt mal von 200 Euro genommen, das kann mal weniger sein, das kann erheblich mehr sein. Ich glaube, mit rund 100.000 Euro haben wir nicht übertrieben, was sie sich noch einplanen kann. Bedeutet Gesamteinkommen von 236.000 Euro. Wenn man das jetzt runterrechnet auf den Monat, sind das satte 79.000 Euro. 160.000 Mark, 320.000 Slotty. Und so weiter und so fort. Ich finde das unfassbar sexy. Ich finde das unfassbar spektakulär. Die 23%, die müsst ihr euch angucken, wenn ich das mal runterrechne. Von 1 Million 23% durch den Aufbau verdient, ist schon cool. Bleibt die Frage, wenn das ein Ziel ist, für den einen oder anderen zu sagen, das ist mein Ziel für bis Ende nächsten Jahres. Perfekt. Wenn ich aber einmal verstehe, dass die Million Umsatz hier nur eine Zahl ist und egal, ob in meinem Team schwerpunktmäßig immer nur ein Hub gekauft wird, während bei einem anderen Team, beim Carsten, die Leute auch 20, 50, 100.000. Vorgestern, als ich im Büro war, war ein Kunde dort, der hat vorgestern, ein Spanier, für 3 Millionen Euro sich Minting, der hat eine ganze Minting-Straße gekauft. Das macht er ja nicht, weil der besoffen ist, sondern weil er sich das auch ein paar Wochen angeguckt hat, recherchiert hat und gesagt, für meine Diversifikation ist das genau das, was ich brauche. Gib mir diese Minting-Power. Ich gucke mir in einem Jahr mal an, was daraus geworden ist. Das ist die richtige Einstellung. So, warum machen manche 3 Millionen und andere sagen, naja, vielleicht so ein 100-Euro-Share, da kann ich nicht viel mit falsch machen. Doch, kannst du. Ganz, ganz viel sogar. Gucken wir uns aber gleich an, wenn wir uns die Ergebnisse des Mintings anschauen, und zwar in der höchst konservativsten Form. Gucken wir uns den Diamond an. Wir brauchen also 1 Million. Das sind beispielsweise 100, und 100 im Vertrieb ist nichts, 100 Leute, die Ruby werden, dann bist du Diamond. Gucken wir uns das jetzt mal genau an. Und das ist vielleicht so eine Strategie von schlauen und pfiffigen Leuten, die Sachen runterzubrechen, ein großes Ziel runterzubrechen. Was muss ich tun? Wie viele Termine, wie viele Leute auf dem Webinar, mit wem muss ich sprechen und, dann kann ich hinterher tatsächlich mehr oder weniger exakt vorhersagen, wann ist das der Fall. Also, alles zusammengezählt. Wenn du Diamond werden willst, brauchst du 13 Frontlines. Die müssen aktiv sein. Wann sind sie aktiv? Eine Frontline ist dann aktiv, wenn sie entweder selber oder irgendjemand darunter unendlich tief mindestens 100 Euro Umsatz gemacht hat. Einfach zu verstehen, es reicht nicht, jemanden zu registrieren, jetzt die Schwippschwägerin wieder reinzuschreiben, das reicht nicht. Entweder macht die Schwippschwägerin selber oder irgendwo unter ihr drunter entsteht Umsatz, dann ist diese Linie aktiv. Davon brauchst du 13. Okay? Das nächste ist, du brauchst 1 Million Euro Performance. Im besten Fall und in den allermeisten Fällen ist Performance gleich Umsatz. Hast du 1 Million Umsatz, hast du 1 Million Euro Performance. Das ist nicht der Fall, wenn du nur eine Linie hast.
nämlich den Ahmed, der hier gerade geschrieben hat, der sagt, ole, ole, das ist klasse. Mein Nachbar ist ein alter HMI-General, der braucht das. Und der erkennt das auch für sich und sagt, Krypto ist die Zukunft und der baut jetzt 1 Million auf, ist Diamond, ist es Ahmed noch lange nicht. Ahmed hat in der Zeit viel Geld verdient, ist aber ganz, ganz weit entfernt, weit entfernt von der 1 Million Euro Performance. Dafür brauche ich 2 Linien, eigentlich 3, 2, die aufbauen und alle anderen deiner direkten Partner kumuliert entsprechend einer dritten Linie. Ups, was redet denn Siri mit mir? Das ist die Performance. Gucken wir uns in einem Training an. Ist super easy. Einfach breit aufbauen, mindestens auf 3 Beinen. Dann ist immer Umsatz gleich Performance. Das ist immer kumuliert aus dem ganzen Team bis unendliche Tiefe und du hast keine Zeitvorgabe. Dein Pace, deine Geschwindigkeit, das macht das Ganze aus. So, und wie mache ich jetzt diese 1 Million? Jetzt kommen wir zu dem Thema des Runterbrechens. Diese 1 Million entspricht nur 100 Partnern, / Partnerinnen im Team, die die Stufe Ruby erreicht haben. Oder, nicht und, sondern oder 50, die Double Ruby geworden sind. Denn der Double Ruby hat mal mindestens 20.000 Euro Umsatz. Oder 10 Sapphires. Ein Sapphire braucht 100.000. Also habe ich 10 davon aufgebaut, habe ich auch die 1 Million zusammen. Oder 3,5 Double Sapphire im Team, denn der braucht 300.000 Umsatz. Also ihr seht, wenn ich das runterbreche, dann wird es plötzlich relativ einfach. Und jetzt kommt diese Network-Duplikation. Wenn ich den richtigen Spirit vorgebe und wenn mein Ziel ganz klar formuliert ist und wenn ich mich dort auch schon sehe, und was mache ich mit dieser 250.000? Das Schöne ist ja, schaut mal, selbst wenn diese Dame jetzt 0 Umsatzzuwachs hat, sie hat trotzdem die nächsten 6 Monate nochmal 100.000, die reinkommen. Und sie hat ein großes Team an Kunden und Partnern, die ab Dezember die Staking-Angebote in Anspruch nehmen. Das heißt, ohne dass sie, auch wenn sie es nicht will, kommt neues, zusätzliches Einkommen hinzu. Und das macht es so sexy. Wenn ich aber weiter Gas gebe, dann hört es ja nicht hier aus. Oder wenn ich die richtigen Leute im Team habe, dann kommt ja die Duplikation. Dann kommt dieses What he can do, I can do. Or if he or she can do it, I can do it. Das ist ja der ganz entscheidende Punkt hier. Und den müssen wir uns vor Augen halten, weil die Stufe ab Sapphire kannst du sagen, dann ist der Drops gelutscht. Dann hast du so viel Bewegung im Team, dass du es eh nicht mehr aufhalten kannst. So, brechen wir es jetzt runter mit Ruby. Denn das ist die Fokusposition und die ist überschaubar. Die ist für jeden am Nachmittag zu machen, wenn er es ernst meint. Und ich mache jetzt diesen klassischen Duplikations-Milchmädchen-Rechnungsbeispiele, die dummerweise aber funktionieren, auch wenn sie immer als Milchmädchen, darf man das eigentlich noch sagen, oder Milchmännchen, Milchmädcheninnen. Ja, dann habe ich 3 Frontlines, perfektes Szenario, die alle 3 Ruby geworden sind. Das ergibt gesamt einen Umsatz von 30.000. Mach dich schon mal zum Double Ruby. Herzlichen Glückwunsch. Wenn die 3 das duplizieren, weil sie sich wirklich auf 3 Multiplikatoren konzentrieren, diese jeweils zum Ruby machen, dann haben wir 9 mal 10.000, sind 90.000, zusammen mit den ersten 3, 120.000, bist du Sapphire. Herzlichen Glückwunsch. Duplizieren die das auch, was in der Realität oftmals nicht so ist, denn um die 3 Macher zu finden, musst du vielleicht 30 Leute ins Geschäft bringen. Das ist einfach Numbers Game. Wir ändern keine Menschen. Wir können nur ein System ändern, vereinfachen, super fair machen, die Tools anbieten, aber wir können keinem sagen, jetzt geh mit deinem Popo von der Couch hoch und anstelle von Reality TV gehen wir jetzt mal raus ein bisschen die Welt verändern. Das liegt an jedem selbst, aber die Dynamik ist immer gegeben. 27 in der dritten Ebene, jeder ist Ruby, 270.000 Umsatz, kumuliert 420, herzlichen Glückwunsch zum Double Sapphire. Und wenn das Ganze ein viertes Mal sich dupliziert, dann haben wir 81 und wir sind bei insgesamt über 1 Million, insgesamt 1,38 Millionen, dann bist du Diamond und hast sogar erheblich mehr noch verdient als das, was wir eben hier dargestellt haben. So, und jetzt musst du das mit deinen Zahlen machen, weil 81 plus 27 plus 9 plus 3, das kann sich noch jeder vorstellen, in den nächsten Wochen und Monaten aufzubauen. Aber es werden wahrscheinlich mehr sein. Aber, und jetzt kommen wir zum Thema, wenn ich verstehe, wie das Produkt funktioniert, dann solltet ihr eigentlich statt gleich dem der Bundesliga zuzuschauen, euch ans Telefon setzen und zu gucken, was ich morgen und übermorgen auf Termin habe, auf ein Webinar, auf eine Aufzeichnung schicke oder mit meinem Gastgeber zusammen im Dreier-Call habe. Das ist der ganze Punkt.
So, das heißt, gucken wir uns den Ruby doch mal genau an und schauen, wie wir das vielleicht beschleunigen können. Ruby ist die Fokusposition. Das sollte für jeden das Ziel sein, Ruby ganz schnell zu werden, möglichst am ersten Tag, möglichst in der ersten Woche, gerne auch im ersten Monat. Das ist immer von dir abhängig und von deinen Zielen, Wünschen und Träumen. Wenn ich den Fokus darauf lege, in meinem Team so viele Rubis wie möglich zu haben, ist alles andere automatisch nur noch eine logische Folgeerscheinung. Die Million ist einfach eine Vielzahl von 10.000 Euro Umsatzträger. Wenn ich das einmal in der Pille habe und verstehe, dann ist plötzlich die Million nichts Besonderes mehr. Was braucht der Ruby? Der braucht 7 Frontlines. Das bist du entweder die selber Umsatz gemacht haben oder, wie auch eben schon gehört, mindestens 100 Euro im Team haben. Überschaubar. Kann ich sogar mit der eigenen Familie meistens generieren. Und wenn ich in die zweite Ebene der Familie gehe, okay, dann brauche ich 10.000 Euro Performance. Also noch einmal, es reicht nicht, eine Partnerin, Partner drunter zu haben mit 10.000 Umsatz. Da musst du noch 2 daneben bauen. Dass sich der Umsatz in einer Balance befindet, habe ich dann 10.000 Euro, ist das erledigt. Mache ich das pfiffig verteilt auf 3 Beine, ist immer Umsatz identisch mit der Performance. Also wirklich überschaubar, wirklich runtergebrochen. Ich starte heute, okay, ich kaufe mir sowieso 1 oder 2 Geräte, ein Inhouse, einen anderen. Dann habe ich schon irgendwo 1.500, 3.500 Umsatz. Das muss ich der Nachbarin, dem Schwippschwager, dem Arbeitskollegen erzählen. Dann ist der Drops gelutscht, dann habe ich die 10.000 Euro. Und Jan fängt es an zu verstehen, hey, wenn das geht und ich denen jetzt noch ein bisschen Inspiration gebe, was es bedeutet, wenn wir das jetzt mal in die Welt tragen, weil wir dann irgendwann den ganz großen Haufen beim Chef auf dem Schreibtisch machen, dann funktioniert das plötzlich. Was hast du denn damit erreicht? Das ist immer schöner, als die Vorgaben zu sehen, sondern was hast du denn davon? Du hast damit eine Freischaltung für 6 Monate Profit Sharing. Einen Anteil bekommst du. Völlig egal, ob das 50, 100, 200, 300, 500 Euro sind. Das ist toll. Das hast du alle 6 Monate. Auch vor Weihnachten noch einmal, wenn du es jetzt schnell machst. Das ist ja nicht so richtig schlecht. Du bist auch freigeschaltet für 4 Ebenen. Das heißt, alles, was in deinem Team passiert, alle deine direkten Partner, gibt es 9%. Alles, was darunter passiert, 8%. Alles, was darunter passiert, 7%. Und alles, was darunter passiert, 6%. Wenn du das ein bisschen pfiffig machst, dann kannst du ja auch mal 9 und 8% nur für dich haben, weil du nämlich deine Frau oder deinen Mann registrierst, bevor großer Umsatz kommt, dann hast du 9 und 8% schon mal, die du für dich nimmst, sind 17% Umsatzbeteiligung, nicht so richtig doof. Dann hast du kumuliert im Schnitt, das liegt natürlich daran, wie weit baust du auf, mal rund 2.000 Euro verdient. Nicht so richtig schlecht, sind 20% übrigens von 10.000 Umsatz. Wo gibt's das ein zweites Mal? Und du hast diese 6-monatige Umsatzbeteiligung. Noch einmal, ein Sharepool, den du bekommst hier, war in den vergangenen Monaten zwischen 150 und 350, wird in der Zukunft mal weniger, mal mehr sein. Aber ich habe es garantiert, ich habe keine Bedingung, aber ich habe ein Ziel. Okay, wenn ich das mache, sind 2 Mille bei mir auf dem Zähler, kurz vor Weihnachten, nicht so richtig doof. Kann ich mir was verkaufen, kann ich mir was vergönnen. Jetzt ist die Frage, kann ich das vielleicht ein bisschen pfiffiger machen? Kann ich das tun mit Teamaufbau? Ja, natürlich kann ich das. Das ist der herkömmliche Weg. Wer aber richtig verstanden hat, was das Produkt unserer Hardware kann, dann kann ich das ja vielleicht auch generieren, indem ich mir selber eine entsprechende Minting-Farm kaufe, Klammer auf, wenn ich es mir leisten kann, / möchte. Das gilt nicht für jeden. So ein Training kann ich sicher jetzt nicht in Afrika machen, aber ihr solltet zumindest verstehen, was möglich ist und was kann ich denn dann erwarten, wenn ich das mache. Denn ich will ja hier nichts bezahlen, wie in meinem Beispiel eingangs zu sagen, Leute haben was gekauft, um im Karriereplan besser dazustehen. Nein, ich kaufe hier etwas für mich und meine Familie, um in den nächsten Monaten und Jahren tatsächlich ein passives Einkommen zu haben, wo mal alles zu spät ist. Und jetzt mal runtergebrochen, wie es aussieht. Denn uns erreichen Geschichten wie, ach, jetzt kommen ja nur noch so wenige Coins und das ist ja alles ein bisschen blöd. Ich kann das gar nicht so richtig mehr erklären. Und gleichzeitig, während ich so eine Sprachnachricht bekomme, stehe ich daneben, wie jemand für 3 Millionen sich eine Minting-Farm kauft am gleichen Tag. Das ist das Beispiel. Hier passt ganz gut. Dubai, Wüste. Der eine sagt, ich kann in der Wüste keine Schuhe verkaufen, weil das ist viel zu heiß. Und der andere sagt, oh, ich kann noch nie so viele Schuhe verkaufen, weil der Wüstenboden so heiß ist. Die Leute brauchen Protection an den Füßen. Mindset ist hier die Frage. Und ihr könnt mal davon ausgehen, dass Erwin Doktor und das Unternehmen pfiffig genug ist, zu analysieren, dass wir bis zu 4 Nachkommastellen täglich minten, sprich 0,0005 Coins.
Wenn der Preis sich entsprechend entwickelt, ist das ein mega Geschäft. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind viel cooler unterwegs. Und ich möchte euch folgenden Vorschlag machen. Setzt euch auseinander mit dieser Minting Farm, die besteht aus 8 Geräten. 11.300 Euro. Ist viel Geld, außer Frage. Das Lustige ist auch hier wieder, und da reden wir einfach aus Erfahrung, und ihr wisst sowieso, dass es so ist. Wenn ihr jetzt euch das anschaut oder jemand spricht euch an, hey, würdest du 11.300 Euro verdienen, wenn du, Punkt, 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 und das zeige ich euch jetzt gleich, dann sagt ihr vielleicht, weiß nicht, muss drüber nachdenken, schlafen und so weiter und so fort. Der gleiche Typ oder die gleiche Typin, deren Auto morgen liegen bleibt, wird nicht einen Meter zu Fuß zum Briefkasten, gibt es eigentlich noch Briefkästen? Ich kenne mich nicht aus. Briefkasten gehen, sondern das Auto wird repariert, egal wie viel es kostet. Also ist immer nur die Frage, für was ist mir etwas wichtig oder ist mir etwas nicht wichtig oder positiver ausgedrückt, ist es mir richtig erklärt worden? Habe ich verstanden, was hier passiert? Und das ist es, was ich heute ein bisschen euch näher bringen möchte. Also Beispiel Minting Farm 8 volle Masternodes, keine Shares, ich probiere mal aus mit einem, 8 Stück, 8 In-House-Hubs, Kaufpreis 11.300 Euro. Das ist Stand heute, roundabout 5 Coins pro Tag, 4,8, 5,2, das ist ungefähr das Thema, wenn ich das heute kaufe. Das bedeutet 40 von den Zenic-Coins pro Tag, 1200 davon im Monat, ist noch für jeden nachvollziehbar. Das heißt, am Ende des ersten Jahres werde ich plus minus bei 10.000 Coins rauslaufen, bereits unter Berücksichtigung des Halvings, denn ich habe nicht 1.200 mal 12 genommen, wie ihr seht. Rund 9, 10, 10.500 Coins habe ich im ersten Jahr, wenn ich es gar nicht mal anschaue, erwirtschaftet, generiert. Jetzt nehmen wir mal einen absoluten Dumpingpreis an, nächstes Jahr, 6. November 2022 von 5 Euro. Und das ist weder ein Versprechen noch eine Vorausschau. Das ist lediglich die höchst konservativste Nummer, die in den Bereich fällt. Failure, Fehler, hat nicht funktioniert. Weil wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit bei 5 Euro sind, mit dem, was Zenic aufbaut, mit dem, was in der Pipeline ist, mit dem, was sie an Technologievorsprung anbieten, dann haben wir irgendetwas fürchterlich falsch gemacht. Lasst mich trotzdem nur diese 5 Euro annehmen. Das ist weit entfernt von dem, was andere Führungskräfte erwarten, von ausgehen, inklusive Experten und Analysten. Bei 5 Euro heißt das, dein Portfolio an Zenic Coins, für die du keinen Cent bezahlt hast, weil du dir die Hardware gekauft hast, ist an dem Moment 50.000 Euro wert. Das ist eine Kapitalverfünffachung. Ihr Lieben, ich weiß, in der Kryptowelt wollen die Leute am liebsten von Verfünffachung pro Monat sprechen. Das funktioniert auch dummerweise immer nur für eine gewisse Zeit, bis dieser Scam aufgeflogen ist. Aber die Dummen sterben nicht aus. Und dieses Gier frisst Hirn ist ein beflügeltes Wort, was, glaube ich, in der Kryptoszene am besten auf den Punkt kommt. Hier reden wir davon, verfünffache möglicherweise deine Invest, deinen Einkauf einer Hardware, einer Minting Farm Hardware im Wert von 11.300 Euro mal 5 in einem Jahr. Noch einmal, mal einen Moment nachgedacht. Wenn ich wüsste, dass das so wäre, möglicherweise ein Vielfaches, dann wäre keiner hier auf Sendung oder der die Aufzeichnung später anguckt, der auch nur im Entferntesten darüber nachdenkt, sich das leisten zu können, Schrägstrich zu wollen, sondern der wird es noch heute hinbekommen. Der würde heute noch beim Nachbarn klingeln, wo er weiß, hey, du hast doch ein paar Bitcoins. Du musst dich mal kurz für mich beleihen, kriegst du morgen, übermorgen zurück, musst zur Bank, musst zur Oma, whatever. Das ist die Krux bei der ganzen Geschichte. Das ist dieses, habe ich eine Entscheidung getroffen mit Gehalt oder nur eine Wischi-Waschi-Entscheidung? Das muss ich für mich sehen. Noch einmal, ich empfehle keinem, Kredite oder Ähnliches aufzunehmen. Das muss jeder für sich selber erkennen. Und ich spreche das nicht an euch, die ihr jetzt auf Sendung seid, sondern ich spreche das für euch im Namen, wenn ihr mit Leuten, frischen, neuen Interessenten spricht. Das muss jeder für sich erkennen. Und er sollte kein Investment oder keine Hardware kaufen, weil er sich jetzt einen Kredit aufnimmt. Das kann jeder für sich entscheiden. Kann ich mir das leisten oder will ich mir das leisten? Oder was muss ich dafür verzichten? Im nächsten Urlaub oder das Auto, was geplant ist, kurzfristiger Verzicht, ohne dass ich mir es wehtut, aber mittellangfristig eine Verfünffachung, sprich eine gute Idee. Gucken wir uns das nächste Jahr an. Jetzt haben wir das Halving und das nochmal kurz erklärt. Ein 5 Coin pro Tag Performance Minter heute bringt euch exakt ein Jahr später 2,5 Coins pro Tag.
Aber nicht auf einen Schlag geht's runter von 5 auf 2,5, sondern schleichend runter. Von 5 werden irgendwann 4, werden irgendwann 3, werden irgendwann 2. Und wenn das Jahr um ist, bin ich bei 2,5. Das bedeutet, ich liege bei 5.000 Coins im zweiten Jahr. Das ist genau das Gleiche wie bei Bitcoin. Die machen das alle 4 Jahre und halbieren die Produktion, wer sich auskennt. Bedeutet, wenn wir im zweiten Jahr von 10 Euro sprechen, was noch ein noch größerer Misserfolg wäre. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Aber wir bleiben mal dabei. Das heißt, im zweiten Jahr mit meinen insgesamt dann 15.000 Coins unter der Prämisse, dass ich nicht auf die dusselige Idee gekommen bin, die vorher als gewrappten Token bei Uniswap zu verkaufen, habe ich 150.000 Euronen auf dem Konto. Das ist der 13-fachung meines Starteinkaufs heute am 6. November. Und gucken wir uns das dritte Jahr an, nochmal Halving, wieder nur die Hälfte, 2.500 Coins im ganzen dritten Jahr. Kann man ja sagen, aber das lohnt sich ja dann gar nicht mehr, wenn ich das jetzt auf die einzelne Mintermaschine mache. Reden wir mal von 20 Euro pro Coin, dann ist auch ein Coin pro Tag ziemlich sexy und eine mega Rendite. Unter der Prämisse, ich habe davon nichts verkauft, bin ich bei 350.000 Euro. Das Schöne ist, du hast hier kein Commitment. Du musst nicht sagen, oh, das lege ich jetzt an und ich muss hoffen, was ist denn nach einem Jahr, nach 5, nach 10? Nein, du hast jederzeit die Flexibilität, das zu tun. Dann reden wir von einem Faktor 30. Und das geht jetzt weiter für rund 14 Jahre im gleichen Spiel. Und das ist jetzt gerechnet auf eine 8er Minting Farm. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Kaufe ich mir eine größere Farm durch den Preisvorteil, der am Ende recht groß wird, ist natürlich meine Profit- oder meine Netto-Rendite erheblich höher. Logisch, ich zahle weniger für die Hardware, die mir aber identisches Output gibt. Okay? Wenn ich natürlich mir einen Anteil nur kaufe, 100 Euro, 150, 250, dass das dann erheblich weniger ist, liegt in der Natur der Sache. Ich wollte es aber gerne hier mal aufschreiben. Was wichtig ist zu beachten, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass Experten sagen, das wird erheblich höher sein. Dass selbst ein CSO, Werner Kaiser, sagt, er verkauft das Ding nicht unter 300 Euro. Und dem ist auch egal, ob das jetzt 3 Jahre oder 5 Jahre kommt. Aber Fakt ist, wenn wir in 3 Jahren bei 300 Euro sind, dann sind wir auch im ersten Jahr nicht bei 5, sondern bei einem erheblich größeren Preis. Am Ende des Tages kann es keiner sagen. Wir haben keine Glaskugel. Auch wir, Carsten, ich, die anderen Führungskräfte, wir können nur ein Gefühl haben. Wir kriegen ein Gefühl, aber auch durch potenzielle Kooperationen, wo wir nicht zuletzt auch mit für verantwortlich sind, die einzufädeln und hoffentlich zum Abschluss zu bringen, sodass andere Projekte auch sagen, wow, 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 was die Senic-Leute da bauen, ist einfach mal schlichtweg absolut revolutionär. Was aber auch zu beachten ist, die Exchange, die im ersten, spätestens zweiten Quartal nächsten Jahres live geht, die fertig ist, aber live geht, weil dann alles offen ist, Open Source, Thema gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, teilt 100% des Profits. Wie machen sie das? Der Profit wird benutzt, um auf der Börse den Scenic Coin permanent jeden Tag zu kaufen und ihn dann zu verbrennen. Diese Burning-Strategie sorgt täglich dafür, dass die Verknappung des Angebots vorherrscht und die Erhöhung des Market Caps, also des Gesamtwertevolumens meiner Coins. Eine bessere Idee, eine Art Dividende zu bezahlen, kann es gar nicht geben. Durch dieses Commitment ist das gewährleistet. Und damit habt ihr den nächsten Referenzpunkt, den man eigentlich noch ergänzen müsste in dem ersten Teil. Wichtig, das sind Beispiele. Das ist keine Voraussage. Immer ist Angebot und Nachfrage alleine dafür verantwortlich, wie der Coinpreis ist. Angebot und Nachfrage heute auf Uniswap bringt es zu einem Preis von 33 oder 35 Cent. Angebot und Nachfrage auf PancakeSwap bringt es zu einem Preis von knapp 2 Dollar. Das ist das ganze Spiel. Und das Unternehmen ist so aufgestellt, dass wir höchstwahrscheinlich immer erheblich mehr Nachfrage als Angebot haben. Und das durch dieses Modell. Und wenn ich dann verstehe, was es bedeuten kann, wenn ich jetzt die richtigen Dinge tue, jetzt im November, im Dezember, im Januar und im Februar, wo es dann wirklich auch ein echtes Brett ist, das darzustellen. Wer von euch schon länger dabei ist und der vielleicht nicht mit 5 Coins pro Tag, sondern mit 7 oder 10 oder mehr gestartet ist, ja, herzlichen Glückwunsch. Fragt mich nur, warum ihr, die das betrifft, nicht jeden Tag 20 Leute anschreit im Positiven und sagt, guckt ihr das hier an. Weil wenn wir dann im nächsten Jahr reden und dann hätte ich mal oder hättest mir mal was gesagt,
dann wird es ein bisschen unruhig. Jetzt ist die Frage, will ich das vielleicht kombinieren? Möchte ich vielleicht 2.500 Euro Preisvorteil haben? Möchte ich vielleicht den Karriereplan sowieso auch nutzen, plus die Minting Power? Und so haben wir diesen Ruby-Plan generiert. Hier geht es nicht darum, irgendeinem irgendwas reinzuquatschen. Aber wenn mein Nachbar, der aus der Finanzdienstleistung kommt und der dort auch ein Empfehlungsmodell hat, dem kann ich doch sagen, hör mal, Kollege, bevor du dir jetzt eine Minting Farm kaufst für mit 8 Geräten, du wirst sowieso darüber reden, beziehungsweise kennst dich aus, dass es Vertriebsmodelle gibt, wo man auch für die Weiterempfehlung, für den Aufbau der Community fürstlich honoriert wird. Warum dein Starteinkauf in Höhe von 11.000 irgendwas Euro nicht so aufteilen, dass es einhergeht mit einer Karriereposition im Plan und du jederzeit in der Lage bist zu sagen, Mensch, jetzt werde ich das weitertragen und mir von vornherein rund 2.500 Euro Preisvorteil hole, in Anführungsstrichen, der mir aufgrund des Karriereplans bezahlt wird. Gebe ich euch gleich als Foliensatz raus. Wer es noch nicht hat, kann ihr runterladen, wo man einfach sagt, pass auf, Peter, du registrierst dich hier. Auf deiner obersten ID kaufst du dir den physischen Hub. Einen brauchst du davon mit Sicherheit. Gegebenenfalls mal sogar 2 SIM. Und dann machst du jetzt deine Frau, deine Kinder, deine Mama, deinen Papa, deine Schwibschwägerin, deine Firma oder selbst dich noch einmal. Du brauchst 7 Frontlines, du brauchst 7 E-Mail-Adressen. Und dein sowieso geplanter Einkauf im Wert von 11.000 Euro, im Wert von 20.000 Euro, im Wert von 100.000 Euro. Wir haben Leute, die auch die Position Saphir zum Start machen, sich fast 30.000, 25.000 Euro Rückvergütung durch den Karriereplan holen und das jetzt duplizieren. 10-mal Saphir ab für 100.000 Umsatz. Ist der Diamond auch drin? Also ist immer nur die Frage der Sichtweise deiner Confidence, deines Selbstbewusstseins und deines Commitments dir selbst gegenüber, keinem anderen. Das macht den Unterschied. Also trag dich ein, Peter, mach 7 Positionen unter dir aus deinem Backoffice. Du brauchst 7 E-Mail-Adressen und dann kaufen wir auf die ersten 3, deine Frau, dein Sohn, deine Tochter, kaufen wir eine 2er-Farm. Dann haben wir diese Balance, die wir brauchen. Und die anderen 4 aktivieren wir einfach mit 150 Euro. Warum 150? Ganz einfache Geschichte. Kaufe ich für 100 Euro diesen kleinsten Anteil, bekomme ich einen 32. Anteil, zahle ich aber 50 Euro mehr, kriege ich das Doppelte, nämlich ein 16. Viele, die diesem Plan folgen, sagen auch, jetzt kommt es eh nicht mehr drauf an, diese 4 Accounts mache ich auch zu einem vollen 1.500 Euro ab, bringt mir einfach mehr Coins. Viele machen auch deshalb hier einen kompletten Hub rein, weil sie sagen, hey, ich habe gar nicht so viele Kinder und Frauen, von denen du sprichst, aber ich habe bestimmt in der nächsten Woche, im nächsten Monat Leute, die ich jetzt nicht erreicht habe, die jetzt im Urlaub sind, die mit Sicherheit hier starten wollen. Und denen übertrage ich dann so einen Account. Denn dann sage ich, pass auf, Erwin, schön, dass du hier starten willst. Ich kann dir natürlich jetzt meinen Empfehlungslink geben, aber ich habe noch was viel Besseres für dich. Ich habe nämlich am 6. November mir so eine Minting Farm gekauft, so einen Minting Hub gekauft. Der ist schon aktiv. Der hat jetzt schon 87 Coins drin, vom Wert her rund 1 Euro pro Stück. Kann ich dir geben. Ich habe extra einen Username gewählt, der sehr generell ist, sodass sie da jetzt nicht Sissy Maus heißt und der Typ Erwin sagt, bist du besoffen? Das passt nicht so richtig zu mir, sondern ich habe irgendwas global Generelles genommen und jetzt muss ich einfach nur dem die Zugangsdaten geben. Der macht einen Google Authenticator, übernimmt diese ID, freut sich ein Loch im Bauch, weil er schon Coins hat, weil er ein Gerät am Netz hat, was eine höhere Minting Performance hat, als würde er es frisch in 1 oder 2 oder 3 Wochen kaufen und baut darunter auf. Egal wie es angeht, wenn ich das smart mache, wenn ich es will, wenn ich große Ziele habe, dann kann ich euch nur an die verschiedenen Herzchen legen, nutzt das aus. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das ein Geschenk des Himmels war. Es gibt keine Zufälle. Ich war nicht auf der Suche nach irgendetwas. Mich labert einer am Pool auf den Malediven an. Ich bin in der Kryptowelt unterwegs, zusammen mit Carsten als Berater eines wunderbaren Unternehmens, wo wir jetzt im Gespräch sind, um gegenseitige Listings zu integrieren. Wir waren beide nicht auf der Suche. Wir leben aber beide in Dubai. Carsten seit jüngsten wieder, früher schon in Abu Dhabi gelebt. Und deshalb haben wir für uns erkannt, das ist es. Und dann reden wir auch jeden voll. Wenn ihr mal hier seid und dann mal ein paar Tipps und Tricks bekommt, wie Carsten über Monopoly spielen,
du verzeihst mir, dass ich das so sage, Cashflow von Robert Kiyosaki, wo es riesen Communities gibt, den Leuten zeigt, was ist dein Mindset, was ist die richtige Strategie, wie geht das denn mit passiven Einkommen und dann aber auch das Vehikel anbieten kann, dann habe ich es geschafft. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich gebe jetzt rüber zu Carsten, der ein bisschen allgemein mal spricht. Was brauche ich denn für eine Einstellung, wenn ihr den Chat nutzen wollt? Ich werde dann hier in schriftlich antworten. Besser ist aber, dem Carsten jetzt mal 10 Minuten Gehör zu schenken und gleich alle Fragen rein. Bis zum Anstoß in 25 Minuten sind wir für euch da. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Carsten, it is your turn. Ja, vielen lieben Dank, Thomas. Ich hoffe, der Sound ist soweit okay. Man kann mich gut verstehen. Es war eine großartige Präsentation. Folien, tolle Zahlen. Und jetzt kommt es halt drauf an, kann ich mir das vorstellen? Bin ich mir das wert? Gönne ich mir solche großen Zahlen? Erlaube ich mir das? Fühle ich mich gut damit? Da sind wir gleich beim zentralen Thema, dass man alle Technik der Welt sehr wohl lernen kann. Das ist nicht das Problem, aber auch das innerlich anzunehmen. Der ein oder andere fühlt sich halt noch nicht wohl mit großen Zahlen, aber das kann man lernen auf unterschiedliche Art und Weisen. Dafür haben wir tatsächlich unsere Cashflow-Runden in Deutschland, wie auch hier in Dubai mittlerweile. Wir haben regelmäßige Mindset-Training-Session, morgen 10.30 Uhr deutsche Zeit. Wer auch da Lust hat, tiefer in das Thema einzusteigen, ist da herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, wo wir wirklich ausführlich Stunde, anderthalb maximal darüber reden, wie wir unser Mindset so weit upgraden, weiterentwickeln, in Buddy-Gesprächen durch ständige Diskussionen uns daran trainieren, einfach große Zahlen zu erlauben. Es gibt für mich im Prinzip eine Kernformel. Kenne dein Ergebnis. Ich spreche selber selten von Zielen, ich spreche gerne von Ergebnissen und stelle mir die so klar vor, wie ich nur kann. Visualisiere mir das, sage mir das, schreib mir das auf. Wer schreibt, der bleibt, sagt man ja auch. Und Energie in Schriftform hat eine besondere Kraft dabei, genau zu formulieren, hey, ich bin Diamond, ich habe das verdient, ich fühle mich gut dabei. Das ist das Erste, zu wissen, was habe ich? Und das Zweite kommt gleich danach, dankbar dafür zu sein, dass ich es bin. Dass ich es habe, dass ich mir fünfstelliges Einkommen erlaube, dass ich mich gut damit fühle, dass das überhaupt nichts Schlechtes ist. Ganz im Gegenteil, ich nehme ja niemandem was weg, sondern ich habe eine Win-Win-Situation, wo ich dazu beitrage, anderen maximale Verbesserungen herbeizuführen und selber dafür zu profitieren, ist völlig legitim und völlig okay und das auch in großen Zahlen. Dann ist man nämlich tatsächlich finanziell und geografisch frei und kann in diesen schwierigen Zeiten wohnen, wo man halt wohnen möchte. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wenn ich jetzt dankbar bin dafür, für dieses Ergebnis und das aus voller Überzeugung, aus tiefstem Empfinden heraus, so ehrlich, wie es nur geht, das kann man trainieren, das muss man auch trainieren, dann kommt der dritte Punkt. Es kommen plötzlich unerwartete Gelegenheiten. Diese Dinge, die man nicht planen kann. Plötzlich trifft man jemanden. Plötzlich habe ich jemanden auf dem Handy, der sich gerade auf einen Messenger angemeldet hat. Irgendwo passieren plötzlich unerwartete Dinge, die mich mit Menschen in Verbindung treffen bringen, die ich vielleicht schon ewig kenne, lange nicht gesprochen. Diese vielen kleinen Wunder, die passieren plötzlich. Das sind die Gelegenheiten, die dir ganz gezielt in den Weg gelegt werden, die du jetzt zu erkennen hast. Das ist die dritte Sache. Erkenne die Gelegenheiten, nutze diese Möglichkeiten. Und dann kommen wir auch zum vierten und letzten Punkt. Handle daraus. Wenn ich dankbar bin für ein Ergebnis und ich bekomme die Möglichkeit, unerwartete Begegnungen wahrzunehmen, dann sind das immer die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, ganz speziell nur für dich und für dein Ergebnis. Trau dich, sprech sie an, lade sie ein, trink einen Kaffee und lass die anderen erstmal reden. Hört genau hin, was sie sagen. Hört genau hin, wo der Sweet Spot ist. Wo ist der Motivationspunkt? Das sind ja völlig unterschiedliche Gründe, warum Leute das tun. Ich habe einige dabei, die mit großen Summen dazugekommen sind, weil sie schlichtweg zu Hause als Unternehmer ihre Steuer senken wollen, weil diese Geräte bringen ja auch eine ordentliche Rechnung mit sich, die ich von meinem zu versteuernden Einkommen abziehen kann. Das kann eine Motivation sein. Andere finden das Minting unheimlich klasse, dass die Coins produzieren. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass diese Coins, die die Geräte produzieren, auch noch dividendenberechtigt sind ab dem ersten oder zweiten Quartal nächsten Jahres. Das kommt alles noch oben drauf. Das kann eine Motivation sein. Das kann eine Motivation sein, ein bestehendes Team, was man hat, mit einer zusätzlichen Einnahmequelle zu versorgen. Es gibt also sehr, sehr unterschiedliche Gründe, warum jemand da mitmachen möchte. Und deswegen gibt es auch keinen pauschalen Wundersatz, der bei jedem Gespräch immer die Tür öffnet.
Das ist eher nicht der Fall. Also trefft diese Menschen, redet mit den Menschen, hört genau hin, was sie sagen. Und irgendwann fühlt ihr, das ist der Punkt, das ist der Sweet Spot. Und dann kommt die Masterfrage, was wäre, wenn ich dir mit diesem Thema dein Problem lösen kann oder deinen Wunsch erfüllen kann? Mit dieser einfachen Formel kommt man sehr, sehr häufig sehr, sehr gut zum Einsatz. Und wer das liebt und wer das so umsetzt, der hat 80%, 90%, 95% Abschlussquote, weil er sehr empathisch sich da hineinfühlt und diese wunderbaren Begegnungen auch wirklich annimmt und umsetzt. Und das mit absoluter Selbstkonfidenz, also Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und mit dem Wissen, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Ihr schafft wirklich Großartiges und das ist es eigentlich im Kern zusammen kombiniert. Wenn euch das interessiert, wenn wir daran arbeiten wollen, dann könnt ihr uns gerne anschreiben. Über die Chats, über Telegram ist auch die Verbindung da. Und wer noch nicht den Link hat, kann gerne eingeladen werden. Dann werden wir gerne morgen früh 10.30 Uhr das Ganze ein bisschen ausführlicher besprechen und gemeinsam daran arbeiten, dass unser Mindset so weit wächst, dass jeder locker Diamond, Double Diamond, egal was ist. Der Sky ist das Universe, würde ich mal sagen. Es ist völlig, völlig gleich, was ihr glaubt, was ihr haben wollt, wohin ihr wollt. Was immer ihr glaubt, ist das, was ihr bekommt. Also seid aufmerksam auf das, was ihr denkt, was ihr fühlt, was ihr sagt. Achtet auf positive Ausdruckweise und stellt euch nicht unterm Scheffel. Ihr habt das alle verdient. Ihr seid großartige Menschen, die den Weg hierher gefunden habt. Und damit ist die Tür jetzt auf. Und damit vielen Dank von meiner Seite für den kurzen Gelegenheit, das mal so ansprechen zu dürfen. Und ja, freue mich auf euch. In den nächsten Gelegenheiten wiederzutreffen. Viel Erfolg und let's rock. Vielen, vielen Dank.